herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, ich guck mal, ob ich zumindest halbwegs mein Feld noch retten kann. Retten in dem Sinne, dass ich da noch eine zweite Düngestufe drauf krieg. Ich hoffe mal, dass ich auf den Xerion Pflegebereifung drauf krieg. Falls ja, würde ich noch schnell drüber düngen. Falls nein, hat sich das sowieso schon erledigt. Ist halt dann ein bisschen ärgerlich. Kann ich ihn auch gleich mal ein bisschen abspritzen. Machen. Ich weiß nicht, was ich mit den anstellen soll hier. Mit der Agrargenossenschaft. Oder Gemeinschaft. Es ist einfach zum Mäusemelden, ey. Mein Feld wird nicht fertig oder nicht ordentlich bearbeitet. Ob ich den vielleicht einfach, ob wir das tauschen sollen? Dass wir eher sagen, dass ich eher sag, dass er die Produktionsgeschäfte übernehmen sollen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da traue ich ihnen auch nicht über den Weg. Aber es ist halt sehr ärgerlich, was die Feldbearbeitung angeht, weil es geht mir halt bares Geld durch die Lappen. Und das ist halt eigentlich durch nichts aufzuwiegen. Und eigentlich, weißt du, ich muss noch den Mohn verkaufen. Ich muss so viele Sachen machen. Und ich komme aber gar nicht dazu. Weil ich zu viel mit anderem Zeug beschäftigt bin. Ich weiß auch nicht. Ich bin absolut unzufrieden. Ich weiß aber nicht, was ich tun kann. Oder ob ich tatsächlich die Produktion abstoßen soll. Und auf Getreide gehen soll. Hauptsächlich. Hauptsächlich Getreide und Hühner. Oder vielleicht ein paar Produktionen abstoßen, den Metzger. Ich meine, ich habe letzte Woche 50.000 Euro verdient. Der Metzger hat mich mehr gekostet bisher. Muss ich mal durchrechnen, wie viel Gewinn ich da brauche. Damit ich da kein Verlustgeschäft mache. Weil Verlust will ich auf keinen Fall machen.
Aber sonst die anderen Produktionen will ich eigentlich gar nicht verkaufen, weil die mir einfach zu viel Gewinn bringen. Also ich habe ja durch die ganzen Paletten Bereiche habe ich ja schon irgendwo eine Art Monopol. Das heißt, die anderen Bewohner hier im Umkreis, die sind einfach auf mich angewiesen. Und dadurch generiert sich eigentlich automatisch Gewinn. Mal mit dem Krüger telefonieren. Der muss mal zu mir an den Hof kommen und einen sämtlichen Service machen. Kaum Arbeitsbreite, ist das normal? Einen rechten Bock geschossen hier. Ich weiß noch nicht, wie ich da aus der ganzen Geschichte rauskommen soll. Im Grunde muss ich meine Priorität einfach auf die Feldarbeit legen und nicht auf die Produktion. Und die Produktion zwischen den Ernten und so, oder zwischen der Aussaat bearbeiten. Was. Ja, schnell raus hier. So, bisschen spät, ne? Ah, was willst du machen? Dann kann ich gleich. Kann ich ja nicht gleich den Drescher holen. Können wir gleich Drescher durchspielen? Ich weiß noch nicht, was der Müller jetzt da oben so lange macht. Der sollte eigentlich schon wieder runterkommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wie der sich einen Mitarbeiter leisten kann. Ich wollte eigentlich noch Diesel holen, ne? Ah.
Also ich bin absolut enttäuscht. Und ich bräuchte eigentlich unbedingt einen Mitarbeiter. Aber man kriegt heutzutage einfach keinen gescheiten Mitarbeiter mehr ran. Das ist einfach so. Ja, wir sind alle so schnelllebig geworden. Klingelingeling. Ja, bitte, Landhandel Krüger. Landhandel? Lohnunternehmen Krüger. Ja. Ist jetzt auch Landhandel? Maschinenhandel. Ah, gut. Land- und Maschinenhandel. Lohn. Ja. Depp vom Dienst, ja, bitte, oder wie? Genau. Das ist, trifft sich gut. Nein, Quatsch. Ich bräuchte mal, also falls es möglich ist, ja, diverse Servicearbeiten an meinem Hof, an Geräten. Ja. Ja. Da wäre die Frage, ob du das vor Ort machen kannst. Oder, also ich habe eine Werkstatt am Hof. Ja, was war denn das? Oh Gott, ich weiß gar nicht, was es alles ist. Einfach mal alle Maschinen durchchecken. Mhm. So irgendwann die nächste Woche oder so. Ja, krieg mal hin. Einfach da mal vorbeikommen und mich anrufen, wenn du da bist. Ja, mache ich, kein Problem. Super, gut. Also geht vom Düngestreuer bis zum tiefen Lockerer, alles was am Hof steht. Anhänger, alle mal abschmieren und Nippel putzen. Ja, kriegen wir hin, machen wir. Gut, dann gut. Bis die Tage. Danke, bis die Tage wieder. Ciao. So, wer ist denn da jetzt rumgefahren? Hier ist gerade einer rumgefahren. Das könnte Müller gewesen sein. Ah ne, das ist halt hier da. Ah, das waren beide. Muss ich denn hin? Ja, eigentlich. Wann geht denn los? Sind die Sprache verschlagen oder was? Also wenn die jetzt hier nicht am Telefon hängen würden, dann könnten die mir helfen, aber nee, die sitzen am Telefon, und zwar beide. Bin hier dreimal aus- und eingestiegen. Was ist jetzt los? Reicht immer noch nicht. Nö. Moin. Servus. Wir wollten fragen, ob es gerade irgendwie zu tun gibt. Mit Hilfe. Irgendwie. Ja, ernten müsste man. Und den Anhänger anhängen, wenn das Schneidwerk anhängen, wenn es geht.
Wir können es auch mit dem Traktor ziehen. Nee, geht nicht. Ja, dann mach das mal. Noch was, weil wir sind zu zweit. Hätten da Aufgaben zu zweit immer abnehmen könnten. Oben ist nämlich halt alles versorgt. Die sind nur unschuldig gerade. Also einer könnte ernten. Ja, das könnte der Manuel direkt eigentlich übernehmen. Oh, und dann weiß ich gerade gar nicht, wo die Poltergabel rumliegt. Poltergabel, das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, die liegt noch im Wald. Weil dann müsste man da noch, ja, dann müsste man da eigentlich noch ein paar. Nee, dann wird man erstmal die Eier verladen auf den Anhänger. Jo. Ich muss nämlich auch noch ein bisschen Geld machen diese Woche. Nein, man hat schon wieder angerufen wegen Steuern, ey. Wegen Kredit. Was sagt denn der Eierpreis gerade? Oh nee. Nee, Eier verkaufe ich nicht. Die lassen wir lieber auf Halde. Aber könnte man trotzdem schon verladen? Jo. Auf den hier hinten. Auf den Strautmann, ja. Mit einem Traktor verladen oder hast du einen Gabelstapler? Nee, mit deinem Fendt. Okay. Also zwei Paletten von hier. Und zwei Paletten von hier, also die vier Paletten, die voll sind. Jo. Alter, wer hat denn das? Ja. Geht's? Oder nicht? Nee. Alter, was ist das für ein. Ja. Hängt mal ab. Wie ist vorne zum Rast? Ja, hier vorne. Muss der andere mal einen Führerschein machen? Stefan. Hä? Muss der auch nochmal einen Führerschein machen? Der hat eigentlich den Führerschein hatte. Gabel hoch ein bisschen. Gut. Danke. Andersrum. Gerade ja nicht der Schneidewerk. Zu spät. Die Plastikabdeckung, die hat schon ein paar Schrammen. Kommt nicht raus. Links lenken, vorwärts fahren. Junge, steig mal aus hier. Eieiei. Jetzt bin ich gespannt. So, was habe ich gerade gesagt? Links lenken, vorwärts fahren. So, bitteschön. Aber gute Vorarbeit von Ihnen. Warten Sie, bleiben Sie. Ich fahre mit. Nehmen Sie den Drescher, weil den Fendt, den brauchen wir hier. Schlüssel? Hä? Schlüssel. Steckt, läuft doch. Achtung! Der Bimbam, ey. Manuel, reiß dich zusammen. Alter, Falter. Hast du mich verstanden? Reiß dich zusammen. Ein Stück. Ein Stück. Blöd, oder was? Ein Stück. Kann eigentlich gar nicht sein, Alter. Gut. Ah, jetzt. Gut. Ah. Feld 109. Okay. Weizen mit Strohablage, bitte. Ja. Du hast ja dann einiges an Stroh, was dann dort runterkommt, richtig? Ja, ich brauche selber ein bisschen was für die Hühner, aber ich werde auch was über haben, ja. Dürfte ich das, was überbleibt, für mich beanspruchen eventuell? Ja, können wir schon machen. Weil die Schafe fressen, also brauchen einiges und ich habe nicht mehr so viel.
Ja, können wir machen. Alles gut. Ich muss nur mal gucken. Brauche eigentlich einen Ladewagen. Oder hast du einen? Ja, aber der ist nicht ganz groß, aber der sollte eigentlich reichen. Wie groß ist der? Was für einer? Das ist der, Mensch, das ist der Staud, das ist der, ja, der Staudmann. Ja, das kleine Ding. Okay. Ja, gucken wir mal. Ich würde jetzt noch ein bisschen am Mond eigentlich wegfahren wollen. Wie viel geht denn auf deinen Anhänger drauf? Ne, das ist ja mein Anhänger. Da gehen 40.000, glaube ich, rein, ne? Was, wo? Auf den Anhänger da hinten. Da habe ich die Planken irgendwo, wenn alle Planken drauf gemacht werden. Ja, die habe ich noch da liegen. Einmal gerade drauf. So, liebe Leute, völlig die Zeit aus den Augen verloren. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.